Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zu einer weiteren VFox HomeLab Challenge. Heute werdet ihr eine Schwebung erzeugen. Erstmal die Enttäuschung. Schwebung hat nichts mit Fliegen zu tun. Schwebung ist ein Begriff aus der Physik, der ein Phänomen beschreibt, welches auftritt, wenn zwei Töne mit sehr ähnlicher Frequenz aufeinandertreffen. Und das werden wir jetzt kennenlernen. Alles, was ihr braucht für dieses Experiment, sind drei Smartphones. Nicht unbedingt. Falls ihr drei Smartphones zur Hand habt, nehmt drei Smartphones. Man kann auch schon einiges mit nur zwei Smartphones machen. Ihr könnt ein Smartphone durch einen Computer ersetzen. Falls ihr eine Stimmgabel da habt, könnt ihr auch die benutzen. Es gibt da durchaus ein paar Alternativen. Entscheidend sind eigentlich erstmal die beiden Smartphones, die hier außen platziert sind. Die sollen nämlich zwei leicht verschiedene Töne erzeugen. Auf dem ersten Gerät startet VFox und sucht unter Akustik nach dem Eintrag Tongenerator. Der ist erstmal standardmäßig auf 440 Hertz als Tonfrequenz eingestellt. Die behaltet ihr auch bei. Die ist prima fürs erste Gerät. Drückt einfach auf Start und regelt eventuell die Lautstärke nach. Und schon solltet ihr eigentlich einen schönen Ton hören. Auf dem zweiten Gerät dasselbe. VFox starten, nach Tongenerator suchen. Und diesmal stellt bitte 445 Hertz ein. Drückt wieder auf Start, passt die Lautstärke an. Und ihr hört einen Ton, der für eure Ohren fast gleich klingt. Solltet ihr es nicht mit zwei Smartphones machen und ihr habt kein zweites Gerät, auf dem VFox läuft, sucht einfach online mal nach dem Begriff Online-Tongenerator und ihr solltet ein paar Webseiten finden, die euch genauso einen Ton erzeugen können. Spannend ist jetzt, was passiert, wenn ihr beide Töne gleichzeitig abspielt. Hört ihr diesen Unterschied? Jeder Ton einzeln klingt wie ein durchgängiger, fester Ton. Nochmal. Jetzt kommt es von dem. Einheitlicher Ton. Keine Besonderheit, spiele ich beide gleichzeitig ab, hört man, dass dieser Ton ganz schnell auf und ab zu schwellen scheint. Dieser Effekt heißt Schwebung. Diesen Effekt können wir sogar sichtbar machen. Dafür müssen wir auf einem dritten Gerät VFox starten, nach Audio-Oszilloskop suchen und die Dauer auf 500 Millisekunden erhöhen. Einfach damit wir ein größeres Zeitfenster sehen können. Wenn wir jetzt alle drei Geräte starten, sehen wir direkt im Plot, wie der Ton an- und abschwillt. Wenn man das Audio-Oszilloskop pausiert, noch während der Ton läuft, kann man danach in aller Ruhe sich angucken, wie diese Schwebung aussah. Und was wir sehen, ist, dass wir für die 440 Hertz auf dem einen Gerät und die 445 Hertz auf dem anderen Gerät eine Schwebung erhalten, wo wir etwa 2,5 von diesen dicken Bäuchen über die 500 Millisekunden zu sehen bekommen. Wenn das bei euch nicht ganz so schön ist, versucht ein wenig die Lautstärken auf beiden Geräten anzupassen, sodass die am Punkt vom dritten Gerät möglichst gleich laut sind. Und hier kommt jetzt die Challenge und die Frage. Was seht ihr beim Audio-Oszilloskop, beziehungsweise was hört ihr, falls ihr kein drittes Handy habt, wenn ihr die Frequenz am dritten Gerät auf 450 Hertz erhöht? Schreibt euer Ergebnis, vielleicht auch Fragen und Probleme, die ihr damit hattet, oder vielleicht auch Bilder und Videos von eurem Experiment auf Twitter oder Facebook unter dem Hashtag HomeLabChallenge. Ich werde darauf in ein paar Tagen eingehen, wenn ich ein Follow-up-Video mache und ein bisschen den Hintergrund zu dem Experiment erkläre. Bis dahin, bleibt gesund und bis zur nächsten Challenge.